Hey Leute, ihr kennt doch alle bestimmt die Malevolence. Das übergroße separatistische Schlachtschiff kämpfte für kurze Zeit gegen die Republik. Doch was hat es jetzt genau mit der Malevolence auf sich? Das werde ich euch in diesem Video zeigen. Die Malevolence war ein Dreadnought der Subjugator-Klasse, der während der Klonkriege im Dienste der Separatisten stand. Sie war fünfmal so groß wie ein Sternzerstörer der Venator-Klasse und besaß zwei seitlich angebrachte Ionenimpulskanonen. Nachdem sie in den Werften von Pamand erbaut worden war, zerstörte sie mehrere republikanische Flottenverbände und Konvois, bevor sie schließlich im Abregado-System entdeckt und durch einen falsch koordinierten Hyperraumsprung bei einem Angriff auf eine Medi-Station in der Nähe des Kalida-Nebels zerstört wurde. Im Schiff verkehrten Züge, die über weite Strecken Truppen und Versorgungsgüter transportierten. Selbst im Hyperraum war es der Malevolence möglich, durch ein inneres Gravitationsfeld die feindliche Kommunikation zu stören, was aber eine besondere Modifikation an der Malevolence war. Der Hyperantrieb konnte sogar die republikanischen Schiffe überholen. Die Hauptwaffen der Malevolence waren zwei an Bug und Steuerbord angebrachte Ionenimpulskanonen, die die Feinde auch über weitere Entfernung treffen konnte. Sie setzte die feindlichen Schiffe außer Gefecht, sodass die 500 Zwillingsturbolaser die lahmgelegten und wehrlosen Großkampfschiffe endgültig zerstören konnten. Des Weiteren besaß sie 5 leichte, 2 mittlere und 5 schwere Turbolaser-Batterien. Die Malevolence wurde von General Grievous kommandiert und diente in dieser Zeit als sein Flaggschiff neben der unsichtbaren Hand und der klaren Stimme. Zunächst ließ Grievous mit den weitreichenden Störsendern die feindliche Kommunikation unterbinden, bevor die Ionenkanone das feindliche Großkampfschiff außer Gefecht setzen konnte. Danach eröffnete das Schiff das Feuer auf die nun wehrlosen Sternzerstörer und zerstörte sie. Doch als die Malevolence in eine Falle der Jedi tappte, als sie gerade die Medi-Station nahe beim Kalida-Nebel zerstören wollte, wurde sie von einem Kampfverband aus Y-Flüglern angegriffen, die unter dem Kommando Anakin Skywalker standen. Diese schafften es, eine Ionenkanone der Malevolence zu zerstören, wodurch auch die andere durch einen Rückstoß zerstört wurde, wodurch das Schiff nun von 3 Venator-Sternzerstörern verfolgt wurde und von der Station ablassen und fliehen musste. Um die Malevolence nicht zu verlieren, arrangierte der Sith Lord Darth Sidious eine Falle und lockte die Senatorin Padme Amidala ins Kampfgebiet, sodass die Traktorstrahlen der Malevolence sie ohne Mühe ins Schiff ziehen konnten. Daraufhin machten sich Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker auf den Weg, die Senatorin zu retten. Während Obi-Wan den Hyperantrieb zu zerstören versuchte, machten sich Anakin und die Senatoren zur Brücke auf, wo sie den Navigationscomputer manipulierten und mit Obi-Wan das Schiff wieder verließen. Die Droiden bemerkten die Beschädigung zu spät und versuchten einen Neustart, der jedoch fehlschlug, sodass die Malevolence in den nahegelegenen Mond raste, während Grievous in seinem Jäger die Flucht gelang. Nach ihrer Zerstörung wurden Kloneinheiten auf den Kalida-Mond entsandt, um nach den Trümmerteilen zu suchen, die bewiesen, dass die Malevolence in den Werften von Pamand erbaut wurde. Doch wie findet ihr die Malevolence? Schreibt es unten in die Kommentare. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.